Krummenhagen bekommt demnächst Zuwachs. Auf dieser Wiese zwischen Grimmen und Stralsund soll bald eine Kindertagesstätte entstehen. Aber keine gewöhnliche. Der Verein Wurzeln und Flügel e.V. aus Stralsund möchte hier eine sogenannte Waldkita errichten. Wir würden gern für unsere Kinder und auch für andere Kinder Alternativen schaffen. Also es fängt schon damit an, dass in vielen Kindergärten Mittagsschlaf Pflicht ist. Und wir der Meinung sind, dass nicht alle Kinder eigentlich mehr Mittagsschlaf brauchen und nicht dazu gezwungen werden sollten. Es geht weiter damit, was die Essensversorgung angeht in Kindergärten, dass viel schlechtes Essen in die Kindergärten gebracht wird. Und auch das möchten wir gerne mit unserem Waldkindergarten ändern. Und natürlich das ganze Konzept. Also wir möchten die Kinder rausholen an die frische Luft, in die Natur. Und wir möchten ihnen einfach ganz viel Freiraum ermöglichen. In Waldkitas wird der Fokus insbesondere auf die selbstbestimmte Erziehung von Kindern gesetzt. Das heißt, die Kinder sind überwiegend ihr eigener Herr. Essentiell bei einer Waldkita ist, dass der komplette Kita-Alltag im Wald stattfindet. Von der rechten Seite unter, genau. Einmal. Ja. Aktuell gibt es mehr als 10 solcher Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Vorbild für den Stralsunder Verein war unter anderem die Waldkita-Gruppe des SOS-Kinderdorfes in Grimmen-Hohenwieden. Im März haben wir die Gruppe besucht. Was hier natürlich schön ist, ist, dass die Kinder so ihre Fantasie und ihre Kreativität fördern. Wir haben angefangen und dann kommen die Kinder wirklich unbeleckt in den Wald und wissen erstmal gar nicht, was soll ich hier machen. Und das ändert sich dann, man kann das richtig sehen, ne? Woche für Woche entdecken die dann den Wald. Was auch ein großer Vorteil ist, dass die Kinder hier eigentlich ihre Bewegung austesten können. Ne? Also die dürfen überall raufklettern, es sei denn, sie kommen hoch. Ne? Also wenn da auf diesem Baum sich ein Kind was baut, kommt es auch hoch. Ne? Und die anderen, also wir helfen da nicht. Wenn da kein Kind hochkommt, kommt es nicht hoch. Falls die Witterungsbedingungen zu extrem werden, hat die Gruppe einen kleinen Unterschlupf. Meistens reicht aber auch der Unterstand aus. Natürlich alles selbst gebaut. Uns Stämme gesucht, da hinten im kleinen Wald. Da fallen öfter mal diese Mini-Bäume um und manche wurden noch abgesägt. Und dann gehen wir mit den Kindern rein und sägen. Wir haben so kleine Sägen. Und die Kinder, die mithelfen wollen, die helfen dann mit. Die sägen dann die kleinen Äste ab und dann ziehen wir die da raus aus dem Wald. Und dann mache ich eine Zeichnung, dann sagen wir, guck mal her, wir brauchen 3 für die Seite, 3 für die Seite und dann geht's los. Das werden alles Architekten wohl, die Kinder. Zuhören ist besser als wegnehmen. Alles wegnehmen. Alles wegnehmen. Zuhören ist besser als streiten. Betreut werden die Kinder dort von ca. 9 bis 16 Uhr. In Krummenhagen soll die Waldkita von ca. 8 bis 14 Uhr geöffnet sein. Bis sich jedoch die ersten Kinder im Krummenhägener Wald austoben können, wird es noch eine Weile dauern. Momentan sind wir so weit, dass wir uns dieses Grundstück hier ausgesucht haben und da mit dem Forstamt in Verhandlung sind. Und es handelt sich nämlich hier um eine Forstamtswiese, die uns das Forstamt zur Verfügung stellen könnte, wo wir unseren Bauwagen abstellen könnten für die Kinder. Und wenn wir da die schriftliche Genehmigung bekommen, dann würden wir uns darum kümmern, dass wir den Bauwagen besorgen. Und dann werden wir das Betriebszulassungsverfahren weiter vorantreiben. Und das Gute daran ist, dass das Forstamt uns sogar den Bauwagen dann stellen wird. Und wir können den dann über 10 Jahre abzahlen. Und das wäre auf jeden Fall günstiger, als wenn wir jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen müssten. Und darüber freuen wir uns wirklich sehr. In Stralsund fehlen ca. 300 Kita-Plätze. In der Waldkita in Krummenhagen sollen ca. 15 Kinder betreut werden. Eine Lösung für das Kita-Platzproblem ist die Waldkita also sicherlich nicht. Vielmehr möchte der Verein Wurzeln und Flügel e.V. neue Wege aufzeigen, wie Kinder im Einklang mit der Natur aufwachsen können. Ein spannendes Experiment.